Unser Land braucht neuen Glauben, die Vision der neuen Welt. Bedeutet für mich ganz konkret jetzt in der schwierigen Zeit, den Menschen Glaube und Hoffnung zu vermitteln, einfach Licht zu sein und sie zu unterstützen. Eine Welt, in der Hoffnung, Liebe, Freude und Freiheit herrscht. Eine Welt, in der Gott allein regiert. Eine Welt, in der jeder angenommen ist. Und in der wir Gemeinschaft haben dürfen. Direkte Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. In der es keinen Hass mehr gibt, keine Trauer, keine Wut und keine Tränen. Ich glaube, dass Veränderung da anfängt, wo Menschen sagen, hey, ich sehe da was und es kann so nicht sein. Wo Leute Missstände erkennen und sagen, ich möchte nicht, dass das so läuft. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Dann denke ich an unsere Leistungsgesellschaft. Wir brauchen Gottes Maßstäbe an unseren Arbeitsplätzen, in den Schulen, bei der Freizeitgestaltung. Gottes Maßstäbe, die frei sind von Vergleichen und etwas leisten. Und ich glaube auch, dass vor allem die wahrhaftige Nächstenliebe, den anderen höher zu stellen als sich selber, wenn wir das gemeinsam schaffen, dass wir im Hier und Jetzt schon ein wenig Ewigkeit erschaffen können. Die Vision der neuen Welt bedeutet für mich, andere zu lieben. Sie zu sehen, wie Gott sie gemacht hat und im Alltag beispielsweise nicht egoistisch zu sein, sondern auch an die anderen immer zu denken, ist, dass Gott so gut ist, dass wenn wir mit ihm zusammenleben, wir in jeder Situation als Gewinner enden. Dass Gott seine Versprechen für die Zukunft hält. Es wird einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo Frieden und Freude herrscht und wo Gott allein regiert. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch unser Land diese Hoffnung und Zuversicht haben darf. Ich wünsche mir und bete dafür, dass die Menschen in meinem Umfeld Jesus kennenlernen dürfen. Jesus kennenlernen dürfen als denjenigen, der persönlich an ihnen interessiert ist und der ihrem Leben einen Sinn gibt. Durch die Bibel können wir einfach den Glauben anderen Leuten näher bringen. Und darum geht es eher, die neue Welt ist unsere Generation. Und die Generation, die nach uns kommt, die jüngeren Menschen. Dass wir einfach den Leuten, die in unserem Umkreis sind, in der Schule, Freunde, die einfach nur nicht Gott kennen, Leute in unserem Alter, den Glauben nahe zu bringen, sodass einfach die Vision, Gottes Vision in die Welt kommt. Ja, wenn wir diese Zeilen singen, dann denke ich eben genau an diese Menschen, die diesen neuen Glauben brauchen, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen und hoffe sehr, dass sie ihn bald kennenlernen werden. Und das ist auch das, was ich mir unter der Vision der neuen Welt vorstelle. Also einfach eine Welt, in der kein Hass existiert, kein Neid existiert und in der alle Menschen Jesus kennen und Jesus in ihr Herz schließen wollen und werden. Und dass der Glaube eben nicht was ist, was irgendwie damals war, was veraltet ist, was heute gar nicht mehr gilt, sondern dass Glaube immer noch heute gibt, noch heute existiert. Ich nutze das, was ich habe und mache einen Unterschied. Und selbst wenn ich vielleicht manchmal Zweifel habe, ob das wirklich einen Unterschied überhaupt macht, ob das wirklich was verändert, diesen Mut zu haben und den Glauben zu haben, dass wenn ich das gebe, was ich habe, Gott den Rest dazu macht. Ich danke euch für die Gedanken, die ihr euch schon gemacht habt zu diesem Song, zu dieser Liedzeile aus unserem Land, wirklich für diese Beiträge. Gerade jetzt, als ich es nochmal gesehen habe, ich habe es mir heute Nachmittag schon mal angeguckt, es hat mich irgendwie so bewegt, die Gedanken, die ihr euch gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Seit vielen Jahren singen wir nach jedem Konzert dieses Lied, unser Land, die Adonia-Hymne. Und in den letzten Wochen hat es aber irgendwie nochmal ganz neu an Bedeutung gewonnen. Und als wir begonnen haben, diese Woche zu planen, vor 3,5 Wochen, als wir da begonnen haben zu überlegen, was könnten wir machen, war schnell klar, hey, unser Land, das wird sein. Über diesen Song, dass wir diese Hoffnung, von der wir singen, von dieser Vision, von der wir singen, dass wir uns darüber nochmal Gedanken machen, auch wie können wir es in unserem Leben umsetzen. Und so habe ich mir auch zu dieser Frage, was ist die Vision der neuen Welt, auch noch ein paar Gedanken gemacht, die ich gern mit euch teilen möchte. Und wie es dann so ist, wenn einer am Reden ist und wenn er auch nicht nur 30 Sekunden kriegt, dann beginnt man schnell zu labern. Und ich möchte nicht labern heute Abend. Ich hoffe einfach wirklich, dass
Gott mir die richtigen Gedanken gibt. Und deswegen möchte ich einfach auch noch mal kurz beten. Normalerweise an der Stelle bitte ich einen der Teams für mich zu beten, aber ihr seid ja nicht da, jetzt mache ich es halt selber, aber ihr könnt wirklich mitbeten. Ihr habt Einfluss auf das, was jetzt in der nächsten halben Stunde kommt. Vater, ich danke dir für die Hoffnung, die du uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist und bei jedem zu Hause bist. Und ich bitte dich, dass du sprichst. Amen. In der Adonija-Basis gibt es nicht nur musikalische Leute, es gibt auch sportliche Leute, mehrere. Und einer von ihnen ist der Simon Leinbeck. Der kann nicht nur Gitarre spielen und singen, Lobpreis leiten und schöne Grafik machen. Das ist auch ein richtiger Sportler. Und er war es schon als kleiner Bub, ihr seht es auf dem Bild. Und besonders, also ich meine, da auf dem Bild muss man sagen, war er vor allem noch süß, jetzt so sportlich. Ja gut, halt ein Ball und ein Kind. Kinderbild macht sich immer gut, haben sie mir gesagt, nehme ich rein. Aber es ist bis heute so, gebt dem Kerle einen Ball, und dann geht er ab, wie ein Zäpfle. Also ist wirklich, dann geht er ab. Da kommt eine Energie, wenn der Fußball spielt, da kommt eine Energie, eine Power und eine Motivation, das ist Wahnsinn. Dann rennt er quasi stundenlang übers Feld. Und er ist jetzt, er sieht zwar noch jung aus, aber ganz so jung ist er auch nicht mehr. Und jedenfalls, der läuft und rennt und rennt. Sobald er noch das Tor sieht, dann vergisst er den Rest um sich herum. Das ist Simon Leinbeck. Jetzt nimmt Simon den Ball weg und er läuft nicht mehr. Nimmt ihm das Tor weg und er sieht nicht mehr ein, warum er vorwärts gehen sollte. Also sprich, Joggen ist für ihn der Untergang. Also das braucht er gar nicht, sondern er muss ein Ziel haben. Ich glaube, was passiert ist in den letzten Wochen ist, man hat uns den Ball weggenommen. Das Ziel ist ein bisschen verloren gegangen. Es ist eine große Unsicherheit reingekommen. An und für sich wäre es doch noch ganz nett, ein bisschen mehr Zeit zu haben, zu Hause zu sein, etwas weniger zu arbeiten, nicht in die Schule müssen, später aufstehen. Aber das Problem ist, das Ziel fehlt. Wir wissen nicht, wann das ganze Ding wieder aufhört, wann es anders wird. Die Unsicherheit ist groß. Das Ziel fehlt. Und auch für Adonija zum Beispiel, wisst ihr, dass wir jetzt diese Oster- und Pfingsttournee absagen mussten, das ist schon richtig schlimm. Aber noch schlimmer ist, dass wir nicht wissen, wann kommt es wieder. Und wir alle wissen nicht so sicher, wie das ausgeht und wann es ausgeht und so mit diesem Corona-Ding. Und umso wichtiger ist es zu wissen, wie es wirklich ausgeht. Wie geht es wirklich aus, ganz am Ende? Und vor 2000 Jahren hat Jesus sich dem Apostel Johannes in eine Vision gezeigt. Als der schon ganz alt war und in der Verbannung, also der war wirklich in der Quarantäne auf einer Insel und war ganz allein, weil er sich zum Glauben an Jesus bekannt hatte. Und dort ist ihm Jesus in einer Vision erschienen, die Johannes dann in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel aufgeschrieben hat. Und Rubina, unsere Programmchefin diese Woche, sie wird euch das zweitletzte Kapitel oder einen Teil daraus vorlesen. Jetzt wäre es aber auch gut, wenn ihr wirklich die Bibel hättet. Wenn ihr sie noch nicht habt, noch nicht bereit habt, dann holt sie schnell oder ein Handy mit der Bibel-App drauf oder irgendwas und schlagt auf bei Offenbarung 21. Bis ihr da alle bereit seid, stelle ich der Rubi noch eine Frage. Du brauchst Mikro, genau, sehr gut. So, die Bibel brauchst du auch. Dankeschön. Du bist ja quasi jetzt Programmchefin diese Woche. Wir haben die letzten drei Wochen wirklich unheimlich Ideen gesponnen und viel gearbeitet und hatten es auch richtig cool zusammen. Was
motiviert dich am meisten? Also ihr hättet die erleben sollen heute, wie die quasi durchs Haus gerannt ist, dass wir dieses Programm jetzt so hinbekommen haben, wie es bisher lief. Also Robi, an der Stelle, Hammer, ich würde dich einstellen, hätte ich einen Fernsehsender, habe ich zum Glück nicht. Du hast mich ja schon eingestellt bei Adonir. Okay, das stimmt wohl. Also Rubina, was motiviert dich? Was motiviert mich? Also irgendwie konnte ich es nicht ertragen, die Vorstellung, dass wir jetzt kein Adonir machen. Also dass, wenn das abgesagt ist, dass wir einfach nicht die Adonir-Tour machen können. Und ich weiß, dass so viel, ich habe das selbst erlebt und ich weiß es durch unsere Arbeit, dass Gott so viel tut durch diese Arbeit und durch Adonir. Und irgendwie war dann Adonir Home geboren und dann war das einfach eine Wahnsinnsidee. Neuland mit super viel gesponnenen Ideen. Jetzt schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. Ich freue mich dran, was bis jetzt ist. Aber mich motiviert einfach, davor hat mich motiviert, ich will was auf die Beine stellen, ich will Teil davon sein, ich will, dass es weitergeht. Und jetzt motivieren mich die Leute, die hier was tun, das ist der Wahnsinn. Und mich motivieren die Teilnehmer, die schon mega viel Zeug geschickt haben. Das ist richtig cool. Ja, sehr cool. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit mit eurer Bibel. Das wird ihr wohl, werdet ihr wohl geschafft haben. Und dann kann Ruby jetzt die Stelle uns lesen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Pracht und Reichtum der Völker werden in diese Stadt gebracht, aber nichts Unreines wird Einlass finden. Wer Götzen anbetet und sich nicht an die Wahrheit hält, kann die Stadt nicht betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist, wird in die Stadt eingelassen. Bevor ich ein bisschen sage, was ich mir überlegt habe, seid jetzt ihr dran. Manche von euch sitzen ja nicht allein vor dem Fernseher oder vor dem Handy, sondern vielleicht mit ihrer Familie, Geschwister oder einer Freundin. Und dann tauscht doch kurz aus darüber. Was hat euch in diesem Text jetzt angesprochen? Text nochmal, Offenbarung 21, 1 bis 6, das steht auch auf der Folie, plus 26 bis 27. Was hat euch besonders angesprochen? Was ist euch aufgefallen? Das könnt ihr zusammen besprechen. Wenn du jetzt allein bist, dann kannst du dich in unsere Kleingruppen mit einloggen. Unter dem Stream, also wenn du auf der Homebase bist, dann unter dem Stream gehen jetzt dann die Kleingruppenräume auf, wo du dich einloggen kannst und wo ihr zusammen einander schreiben könnt, was ihr euch für Gedanken zum Text macht, was euch besonders angesprochen hat. Viel Spaß, wir machen in 8 Minuten weiter. So, ich hoffe, ihr hattet gute Gespräche und es sind euch gute Gedanken gekommen. Ich finde es einfach ein wunderbarer Text, eigentlich so, ja, das Highlight der Bibel, so richtig das große Finale. Und mein liebster Text, das habe ich den, genau hier, mein liebster Vers darin ist eigentlich, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal vorbei, was einmal war, ist für immer vorbei. Keine Tränen. Das ist für unsere Welt unvorstellbar. Keine Tränen. Alles
immer gut. Kein Stress, kein Zoff, kein Tod. Jeden Tag werden die Toten gezählt zurzeit wegen der Seuche. Warum? Weil wir so Angst haben. Wir haben Angst vor dem Tod. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir wissen, es gibt einen Ort, da gibt es keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei, kein Tod. Einfach wunderbar. Ich freue mich so drauf auf diesen Frieden. Und ich lese gern einfach noch ein Stückchen weiter. Im Kapitel 22, im letzten Kapitel, heißt es dann: Der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes und fließt entlang der Hauptstraße mitten durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume. Der Baum des Lebens aus dem Paradies. Aus dem Paradies. Da habe ich was mitgebracht. Ich habe in einer alten Kiste gekramt zu Hause und habe gestern oder vorgestern das Paradies zusammengesucht. Das Nilpferd direkt neben dem Pferdchen. Nilpferde sind übrigens von den gefährlichsten Tieren auf der ganzen Welt, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, friedlich neben. Dann unser Adam, der Lokomotivführer, und unsere Blondine, die Eva. Und sind sie nicht herzig? Die Kinderchen, Giraffen. Was mir auch gefällt, ist, sie sind nicht zu zweit im Paradies. Gott ist da, der Gärtner ist da, wohnt bei ihnen, wie sie im anderen Vers auch geheißen hat. Das ist das Paradies. Lesen wir weiter. Der Baum des Lebens, also an beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen 12-mal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen Menschen als Völker, aller Völker als Heilmittel. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Das mit dem Paradies ist ganz am Anfang, in den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Und wir sind jetzt in den letzten zwei Kapiteln der Bibel. Die Vision der neuen Welt, die hatte Gott schon ganz, ganz am Anfang. Er wohnt bei den Menschen. Es geht ihnen gut. Die Bäume mit den Blättern als Heilmittel. Wie warten wir alle auf diese Impfung? Das ist Heilmittel. Alles wird gut. So hat sich Gott vorgestellt. Gott bringt seinen Plan zu Ende. Die Vision ist nichts Neues. Die Vision ist das, dass Menschen, Tiere und Gott gemeinsam in Frieden leben. Uns allen gut geht, für alle genug hat. 12-mal im Jahr Frucht. Das ist schon der Burner. Also, ich weiß nicht, wer von euch zu Hause einen Garten noch hat. Aber 12-mal Frucht bringen. Also normalerweise ist es so, hast du den ganzen Jahr viel Arbeit und dann kommt einmal auf mal so viele Tomaten, dass du sie gar nicht essen kannst. Das nervt manchmal fast ein bisschen. Und 12-mal im Jahr, es ist immer genug da. Jetzt eine andere Stelle wollte ich noch kurz vorlesen. Da heißt nämlich Pracht und Reichtum, haben wir vorher schon gehabt. Der Völker werden in diese Stadt gebracht, aber nichts Unreines wird Einlass finden. Nur wer im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist, wird in die Stadt eingelassen. Das ist irgendwie auch hart. Nichts Unreines wird Einlass finden, nur wer im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist. Ja, ist das jetzt exklusiv? Nein, das Problem ist halt, wenn dort alles gut ist, wenn in der neuen Welt alles perfekt ist, dann kann ich da nicht hin, weil ich bin nicht perfekt. Weil sobald ich da bin, ist es nicht mehr perfekt. Und das ist das Problem, was wir haben. Ihr wisst ja, wie schnell es ging,
bis die Menschen das mit dem Paradies kaputt gemacht haben. Ganz schnell ging das alles kaputt. Aber Gott bringt seinen Plan zu Ende. Er schafft eine Möglichkeit, dass wir reinkommen können, dass wir Teil werden können von dieser Vision, von Gottes neuer Welt. Marco, jetzt wäre es Zeit für die Waschmaschine. Es heißt nämlich, freuen dürfen sich alle, die ihre Kleider reinwaschen. Dankeschön. Wunderbar. Perfekt. Yes. Geil. Marco, das ist einfach der Burner. So. Waschmaschine. Also, freuen dürfen sich alle, die ihre Kleider reinwaschen. Sie empfangen das Recht, die Frucht vom Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die Stadt hineinzugehen. Die ihre Kleider reinwaschen. Also, das Prinzip der Waschmaschine wollte ich einfach kurz an dieser Stelle euch nochmal näher bringen. Vielleicht gibt es auch Jungs zu Hause, die keine Ahnung haben, oder auch Mädels. Ich möchte es einfach mal kurz zeigen. Und also bei uns war das übrigens so: Unsere Jungs mussten ab 18 mussten sie selber waschen. Ja? Und also die Unterhose ist sogar sauber, das habe ich mir jetzt doch nicht angetan. Aber um die geht es jetzt gerade. Nämlich, die Jungs haben immer erst dann gewaschen, wenn es bei den beiden anderen im Schrank keine Unterhosen mehr gab, die sie dann hätten stehlen können. Also das ging immer ziemlich lang, aber die lassen wir jetzt. Torsten, kannst du wieder haben. Danke. So, also, wie funktioniert die Waschmaschine? Schmutzwäsche rein, Adonias-Socken, Pulli. Das ist aber wirklich ekelhaft. So, zumachen, laufen lassen, ein bisschen warten. Hey, geht nicht auf. Ah, doch, geht doch auf. So, und die saubere Wäsche wieder rausnehmen. Kennt ihr den noch? So funktioniert's. Ganz einfach. Es ist völlig logisch, völlig banal. Nie käme, jetzt kommt der Trick, hein? Nie käme der da auf die Idee zu sagen, oh nein, ich bin zu schmutzig, ich kann da nicht rein. Sondern es ist ihm völlig klar, ich bin dreckig, ich muss rein, ich muss gewaschen werden, komm wieder raus. Das ist das Prinzip der Waschmaschine. Völlig logisch. So. Und jetzt, was ist denn die Waschmaschine eigentlich? Das Kreuz ist die Waschmaschine. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wenn wir in die Gottes neue Welt möchten, wenn wir Teil dieser Vision sein wollen, dann müssen unsere Kleider gewaschen werden. Es heißt sogar an der Stelle, dass wir neue Kleider kriegen. Es geht rein und das Neue kommt raus. Und dann heißt es, zieh das neue Gewand an. Nur war es bei Jesus jetzt nicht mit ein bisschen Waschmittel getan. Das am Kreuz, ihr habt vermutlich letzte Woche davon gehört. Wir haben daran gedacht am Karfreitag, was es Jesus gekostet hat, dass er den Weg wieder frei machen konnte, dass er eben, der nichts Unreines an sich hatte, dessen Kleider nicht schmutzig waren im übertragenen Sinne, dass
er den Tod erlitten hat am Kreuz, dass meine Kleider sauber werden können. Dass ich einen Weg kriege, einen Zugang, um Teil von dieser neuen Welt zu werden. Und wisst ihr, es ist wirklich einfach. Es gibt ja ganz unterschiedliche Leute. Die einen denken dann, ja, also ich bin doch gar nicht so schmutzig. Und sie geben sich mega Mühe, dass das T-Shirt nie dreckig wird. Und es sieht auch gut aus. Also wenn du mega dir Mühe gibst, dass du nicht kleckerst, dann kannst du ein paar Tage ein T-Shirt anhaben. Aber nach einigen Tagen beginnt es bei den meisten zu stinken. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber er wird es mir verzeihen. Einer meiner Söhne im Junior-Camp, der kam nach dem Camp nach Hause und gesagt, ich war immer der Erste beim Anziehen und am Abends im zu Bett gehen, weil ich habe diese Woche keine Unterhose gebraucht. Ich hatte immer meinen Schlafanzug an. Einfach morgens die Hose drüber, abends wieder weg und war immer bereit. Er hatte gar nicht gemerkt, dass das langsam dreckig wurde. Aber mit der Zeit stinkt dieses Zeugs. Da muss es in die Waschmaschine rein. Du kannst dir noch so Mühe geben. Es muss rein. Manche denken, nein, ich bin viel zu schmutzig. Verlöchert, zerrissen. Vielleicht haben sie dir in deinem Leben schon so viel angetan, dass deine Klamotten im übertragenen Sinn zerrissen sind und verlöchert. Dass du dich schämst über deine Klamotten, über das, wie du bist, dass du denkst, nein, die beste Waschmaschine wird meine Kleider nicht sauber kriegen. Jesus ist besser als eine Miele. Jesus kriegt alles hin, rein und alles sauber, alles gut. Es ist sein Angebot, komm zu mir, wenn du müde bist, wenn du beladen bist, wenn du dich für dich selber schämst, wenn du das Gefühl hast, ich kriege meine Beziehungen nicht auf die Reihe. Ha ja, dann bist du in bester Gesellschaft. Schon Adam und Eva, die ersten zwei, haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und schon ihre Söhne, die haben einander totgeschlagen. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Aber die Vision ist, es gibt Frieden. Frieden dem, der sagt, ich lasse den Frieden Gottes in mein Herz. Und ich wünsche mir, dass der Friede Gottes mein Leben beginnt zu bestimmen. Und das ist das, was ich mir so wünsche für euch. Dass eure Beziehungen heil werden. Ist ja klar, als Teenie zu Hause, das ist schon nicht ganz easy. Also mit den Eltern ist manchmal echt schwierig. Also Eltern, hört bald weg, aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig mit euch. Und ja, Teens mit euch ist manchmal auch schwierig. Und jetzt hockt ihr so aufeinander. Und wie wär's, wenn ihr sagt, ja, klar, grundsätzlich habe ich schon das neue T-Shirt gekriegt. Ich habe schon das Leben mit Jesus, aber ich habe es wieder vollgekleckert. Ha ja, also ein T-Shirt wäscht man doch nicht nur einmal. Komm heute und bring dein T-Shirt und schmeiß es rein und Gott wird es wieder ganz neu anfangen mit dir. Das ist nicht etwas, was einmal passiert. Mit Jesus zu gehen, das ist ein Weg. Stück für Stück. Und immer wieder sagt er, komm zu mir, bring deine Last, bring deinen Ärger, bring deine Scham, all das, was dich verunreinigt, was es dir schwer macht, du darfst es zu mir ans Kreuz bringen. Und das ist die Einladung, die ich heute für euch aussprechen möchte, die ihr irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich oder wo auch immer seid und mit uns mit
dieses T-Shirt vielleicht sogar anhabt, dieses Adonia-T-Shirt. Adonia, Gott ist mein Herr. Ich möchte dir sagen, ja, Gott will dein Herr sein und dein Erlöser und der, der dich reinwäscht. Ich möchte, dass wir ganz kurz uns die Zeit nehmen, wo wir ganz still sind und uns überlegen, wo stehe ich? Wo habe ich mein T-Shirt verkleckert? Vielleicht das, was ich schon mal von Jesus gekriegt habe, das Neue. Oder habe ich noch gar nie mit Jesus gestartet? Habe ich noch gar nie gesagt, jawohl, Jesus, nimm mein Leben, nimm meine Kleider und ich möchte was Neues starten mit dir. Ich möchte ins Lebensbuch des Lammes eingetragen werden. Das ist so einfach, ins Lebensbuch des Lammes eingetragen zu werden, ist zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir, weil du mit mir möchtest. Wo stehst du heute? Für diejenigen, die noch nie mit Jesus gestartet sind, noch nie ein Leben mit ihm begonnen haben, sagen, jawohl, hey, ich möchte auch irgendwie das mit dieser neuen Welt und ich möchte diese Hoffnung haben, von der Markus gesprochen hat. Ich möchte selber auch anderen Hoffnung geben, die in mir drin ist. Dann ist es, bist du nur ein Gebet weit davon entfernt. Und vielleicht weißt du gar nicht recht, was sagen und deswegen habe ich dir ein Gebet aufgeschrieben. Das musst du natürlich nicht so beten, aber du kannst. Und was du dann tust, ist eben bildlich gesprochen, du schmeißt deine Schmutzwäsche da rein, bringst zum Kreuz und Jesus vergibt und macht dich rein. Und vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, möchte ich aber auffordern, bring dein verkleckertes T-Shirt wieder zu Jesus und sag zu ihm, danke, dass du mich reinmischst. Herr Freude, was gibt's Besseres, als ein Ziel zu haben? Was gibt's Besseres, als zu wissen, wie es ausgeht? Manche Leute, wenn sie ein Buch beginnen zu lesen, halten es nicht aus und müssen zuerst das Ende lesen, weil es dann viel erträglicher wird. Für Johannes, der auf der Insel Patmos in Verbannung war, ganz allein, in seinen alten Jahren, nachdem er sich sein Leben lang für Jesus eingesetzt hatte, für den war das Leben nicht nur erträglich, sondern gut, weil er wusste, wie es ausgeht und weil er wusste, wo er hingeht. Er wusste, Jesus wartet auf mich, in der Welt, die voller Frieden ist. Wir können heute ein Teil von dieser Welt werden. Amen. Wenn jetzt dann die Band mit uns zwei Lieder singt, dann hast du eben die Möglichkeit noch zu beten. Ihr könnt es auch gemeinsam tun zu Hause. Aber wir haben sogar noch ein Angebot für euch. Wenn du auf der Homebase bist, dann beim Fragekasten, da steht unten eine Telefonnummer. Und so wie es im Camp manchmal auch ist, Mitarbeiter stehen dir zur Verfügung. 60 Mitarbeiter haben gesagt diese Woche, jawohl, meine Telefonnummer dürft ihr verwenden. Also du rufst da auf diese 0721-Nummer an und dann wirst du durchgestellt an einen Mitarbeiter. Und der wird mit dir beten. Oder vielleicht gibt es irgendwas anderes, was du mit ihm besprechen möchtest. Du musst nicht mal deinen Namen sagen. Er wird mit dir reden, mit dir beten, deine Fragen versuchen zu beantworten, dir zuhören. Wir sind diese Woche für euch da. Nutzt diese Zeit, nutzt die Ruhe des Liedes, um nochmal darüber nachzudenken und zu beten. Und wenn alles gut ist für euch, dann singt einfach mit. Schön, dass ihr dabei seid.